Wie viel sollen Sie in Aktien investieren? Sollen Sie 50, 80 oder vielleicht sogar 100% Ihres Geldes in Aktien investieren? Das ist eine wirklich gute Frage. Zuerst muss man wissen, was es überhaupt für Alternativen gibt. Neben Aktien gibt es auch Anleihen und Immobilien, die Ihnen für Ihr Alter eine Rendite erwirtschaften können. Man nennt dies Assetklassen. Die drei Assetklassen, Aktien, Anleihen und Immobilien, sind die wichtigsten Assetklassen. Und warum ist es jetzt so wichtig zu wissen, wie viel man in diese Assetklassen investieren soll? Nun, es gibt Zeiten, da gehen die Aktien besser als die Anleihen. Manchmal ist es umgekehrt. Und manchmal gehen Häuser, also Immobilien, besser als Aktien. Wo man also das Geld investiert, wo man seinen Schwerpunkt legt in den Anlagen, ist sehr entscheidend für das Vermögen am Ende. Nun möchten Sie natürlich wissen, was die richtige Antwort ist. Leider weiß das niemand. Und der Grund ist ganz einfach. Sie können eine Aktie mit einer anderen Aktie vergleichen, eine Anleihe mit einer anderen Anleihe und ein Haus mit einem anderen Haus. Sie können aber nicht eine Aktie mit einem Haus vergleichen oder ein Haus mit einer Anleihe. Das sind wie Äpfel und Birnen. Aus diesem Grund kann man auch die ganzen Assetklassen, also Aktien als Ganzes, Anleihen als Ganzes und Immobilien als Ganzes, nicht direkt miteinander vergleichen. Die Ökonomen empfehlen deshalb, einfach das Geld zu verteilen, gleichmäßig. Hier ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Denn man muss wissen, was man schon besitzt. Ich besitze das Haus, in dem ich wohne. Also habe ich schon sehr viel Geld in Immobilien angelegt. Ich habe auch eine Pensionskasse. Also ist schon viel Geld in Schweizer Aktien und Anleihen. Deshalb entscheide ich mich für mein persönliches Portfolio, 100% in Aktien zu investieren und dabei eher einen internationalen Fokus zu machen. Für Sie ist es genau gleich. Sie müssen nur anschauen, was Sie schon haben, und dann können Sie beantworten, wie viel Sie in Aktien investieren sollten.